Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um den Schulterschmerz nachts auf der Seite. Im letzten Video, das haben wir auch unten verlinkt, habe ich dir erklärt, wie diese Beschwerden entstehen. Heute zeige ich dir eine erste Übung, wie du dir da bestmöglich helfen kannst. Kannst auch gerne gleich schon mitmachen. Die Übung wird 2 Minuten dauern. Ich erkläre sie jetzt erstmal. Wir gehen an die Wand. Und je nachdem, welche Seite betroffen ist, ich nehme jetzt mal die linke Seite, legst du den Arm so nah wie möglich an diese Wand an. Die Handinnenfläche zeigt zur Wand und du versuchst mit der Schulter so nah wie möglich an die Wand zu kommen. Mit dem zweiten Arm greifst du einfach drüber, fixierst dich hier oben, oberhalb des linken Arms. Und jetzt geht es darum, den Rumpf so weit einzudrehen nach links, bis du eine deutliche Dehnung seitlich außen im Bereich des Oberarms spürst. Gut erträglich, aber deutlich spürbar für 2 Minuten. So, also bitte Position einnehmen, linken bzw. rechten Arm nach vorne ausstrecken, Handinnenfläche zeigt zur Wand, die zweite geht oben drüber, du kannst auch immer weiter hier oben versuchen zu krabbeln nach links und der Rumpf dreht dann nach links ein, bis du einen deutlichen Dehnreiz spürst. Und die Zeit läuft ab jetzt. 2 Minuten gut spürbar, aber auszuhalten. Und wenn du innerhalb der 2 Minuten merkst, da löst sich was, dann kannst du natürlich versuchen, wieder ein bisschen zu verstärken und weiter einzudrehen. Und den Kopf kannst du auch weiter nach links eindrehen, wenn der linke Arm betroffen ist. Dementsprechend, wenn es der rechte ist, dann drehst du den Kopf immer weiter nach rechts. So, und durch die Regelmäßigkeit, ich empfehle es wirklich einmal am Tag zu machen, bis der Schmerz irgendwann auch dann verschwunden ist. Wirst du hoffentlich dann bald merken, dass du länger schlafen kannst auf der Seite und dass neben dem Schmerz, manche haben ja auch dann Kribbeln oder Taubheit nachts, diese Missempfindungen dann auch Schritt für Schritt verschwinden. So, und ich empfehle auch, die Übung mit der Atmung zu kombinieren. Das heißt, mit der Ausatmung versuche ich nochmal mehr zu entspannen und vielleicht noch etwas weiter einzudrehen. Drehen, 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 atmen, nachspüren und wenn sich was löst, einfach nochmal nachziehen. Kannst auch mit dem Rumpf einfach weiterdrehen und den Kopf mitnehmen. Das ist auch eine gute Übung für die Halswirbelsäule. Die befreit sich gleich mit. Und wenn jetzt die Zeit vorüber ist, dann bitte ganz, ganz langsam aus der Position wieder raus. Dann lockern. Grundsätzlich macht es präventiv natürlich auch Sinn, die andere Seite gleich mit einzubauen und auch zu befreien. Ich wünsche dir viel Erfolg. Wenn du Beschwerden hast und individuellere Unterstützung benötigst, dann kannst du entweder das Webinar unterhalb des Videos anklicken oder aber eben den Schmerzfinder nutzen. Da kannst du auch mit mir an deinen Beschwerden arbeiten. Ich würde mich freuen. Schöne Zeit. Bis zur nächsten Woche. Dein Dennis. Ciao.